Verdammt! Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weggegangen, als ich zuletzt in der letzten Folge noch stand, weil der Cop mich da geschubst hatte, dass ich hier nicht zu suchen habe, weil hier Sperrgebiet ist. Ja. Jetzt haben sie es aber drauf hier mit mir, ne? Vielleicht könnte ich die irgendwie ablenken. Ja. Da, der hat mich voll auf den Kicker. Wieso hat er? Zivilisten haben hier keinen Zutritt. Gehen Sie weiter. Ich darf aber hier sein. Penner. Jetzt lass mich in Ruhe. Vielleicht fällig. Hör auf. Geh weg. Sag mal. Nur registrierte Einsatzkräfte dürfen weiter als bisher. Okay, echt jetzt? Gehen Sie weiter. Was ist passiert? Was war das denn? Es ist alles in Ordnung. Hast du gehört? Das war ja was. Schlimm, ne? Los, geht gucken. Der hat mich auf dem Kicker. Gehen Sie bitte weiter. Der Bereich ist Sperrgebiet. Hört ihr das? Verbündeter getroffen! Oh, ich muss nach unten? Schaut euch ein bisschen um. Wie soll ich das denn machen? Ach, echt jetzt? Ja. Das war klar. Scheiße. Dass ich wirklich so dumm bin und da runterspringe, ne? Hey Bro, bin jetzt beim Aufzug. Horatio? Er ist weg. Warte, wir versuchen ihn zu finden. Da hier ist auf jeden Fall nichts rot. Das hier ist eine Sackgasse. Ich komme nur mit Horatios Code in die Serverfarm. Hast du ihn gefunden? Hab sein GPS, aber er antwortet nicht. Ich patch dich rein. Die Tastenanschläge auf deinem PC sind Beweis genug, um einzufahren. Aber ich will, dass du es zugibst. Du glaubst nicht, wie gern ich dich sagen hören will, dass du es versaut hast. Hey Mann, ich will hier nicht der Böse sein, okay? Okay. Ich sag's dir ganz ehrlich, so unter uns. Was zum... Hab die Dinger immer gehasst. Aber irgendwie süß. Nein. Und? Ah. Was? Gott, ist das nervig. Nicht genau. Da. Finger weg. Okay. Lass das einfach. Okay. Das hört von alleine auf. Okay. Vielleicht. Du weißt überhaupt. Jetzt reicht's. Das ist der reinste Zirkus. Diese IT-Deppen müssen endlich was tun. Ja, ich bin hier in Jessens Büro. Habt ihr das gehört? Ja, ihr Vögel habt alles im Gebäude mit demselben Netz verbunden, außer Spielzeug. Könnt ihr abstellen, dass ihr alles verrückt spielt? Na los. Okay, und hier ein heißer Tipp. Nicht entschuldigen. Lieber gleich von Anfang an richtig machen. Ja. Im Ernst?
Ich weiß. Aha. Ach so, ich soll den Lichtschalter betreten. Wirklich? Drücken meine ich betreten. Ja. Ja. Im Ernst? 43778. Aha. Jasmin, hi, wir haben gewartet. Horatio Carlin, das sind sehr ernste Anschuldigungen, die Sie vorbringen. Wir brauchen einen sicheren Raum. Tja, die Beweise sprechen für sich. Mr. Carlin, ich fürchte, ich muss Sie bitten, mir zu folgen. Vier, drei, sieben, sieben, acht. Du hast es drauf, Horatio. Halt einfach durch. Zentralen Server finden. Wir haben hier alles ziemlich gut gesichert. Wow. Oh mein Gott. Super. Alter. Okay, der läuft jetzt. Upsala. Mann, ich bin zu schnell. So, jetzt. So, die sind auf. Das Netzwerk ist schon mal auf. Ich mach direkt alle. Na, sonst muss ich wieder die ganze Zeit, ne, da muss ich immer wieder von neu rumprobieren und so, da habe ich keine Lust drauf. Die sind auch auf. So, alle sind auf. Na gut, ich hätte das. Nee. Mit Kamera geht das nicht. Na, wer ist es? Nein, der ist es nicht. Nope. Ist schon praktisch, dass man jetzt alle gemacht hat. Keine mehr? Da sind nur noch. Der ist es. Das ist er. Der ist es. Hui, 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 hui. Schon fertig? Das war's? Ernsthaft? Nudels Daten sind jetzt DadSex-Daten. Ich bin raus, aber Horatio sitzt in der Klemme. Kann einer von euch einem Bruder helfen? Wir haben Zugriff auf jeden Arbeitsplatz bei Noodle, einschließlich Horatios und den von Brody. Moment, hab gleich alles soweit. Gut, dann lass mal sehen. Okay, erledigt. Mal sehen, wie es Horatio geht. Kann mich nicht bewegen. Ich bedauere, dass Sie nicht mit uns kooperieren möchten. Ich rate Ihnen dringend dazu, sich rechtlichen Beistand zu suchen. Ja? Sie haben die Tastenanschläge?
Ich verstehe. Vielen Dank. Mr. Carlin, ich muss mich entschuldigen. Offenbar haben wir einen großen Fehler gemacht. Ich... So eine Überraschung. Ich bitte um Verzeihung. Sie können natürlich gehen. Ich bin nur froh, dass ich das geklärt hat. Wow, das ist ein Irrtum. Ich meine, er... Mr. Goodale, nehmen Sie Platz. Ich glaube, okay. Ich glaube nicht, dass... Hinsetzen! Ratio, das war heftig. Alles gut? Mir geht's besser als gut. Wo bist du gerade? Wir treffen uns vor dem Nudelbus. Kann ich denn jetzt normal rausgehen, oder? Hey, ich bin in einem riesen Kühlraum. Irgendeine Idee, wie ich hier rauskomme? Ja, kein Problem, Mann. Im hinteren Teil ist ein Entwässerungsrohr, durch das du einen äußeren Zugang erreichst. Cool, danke. Huch! Ah, okay. Du hast Horatios Tastenanschläge durch Goodales ersetzt? Niemand schikaniert unseren Horatio und kommt damit davon. Echt heimtückisch, Citara. Ich nehme das als Kompliment. Richtig, hat er genau das gekriegt, was er verdient. Ich finde das gut. Was ist denn der Bus? Was ist denn der Bus? Dahinter. Du musst mir glauben. Du klingst sauer. Was ist los? Wie können die nur immer mehr Ladenketten nach Hate holen? Kapieren die nicht, dass sie damit einfach alles kaputt machen, was die hier bis hier erreichen wollten? Natürlich tun sie das. Das ist ihnen nur egal. Und meine neuen Nachbarn sind ein paar Startup-Kids mit Sportwagen. Die gehen einfach an uns vor. Danke für dein Geld. Oh, guck mal, dann machen wir hier Sport. Gleich nicht mehr. Ich hasse diesen Scheiß. Es war so cool dieses Jahr. Da waren überall nackte Leute. Einige waren nackter als andere. Und manche hätten sich eher nicht ausziehen sollen. Los mit diesen Scheiß-E-Zigaretten. Meine Cousine hat Krebs. Oh, wow. Ich mag deine Cousine. Nein, nein. Siehst du, das genau ist das Problem. Immer muss sie im Mittelpunkt stehen. Was? Ich hoffe, es tut scheiße weh. Oh mein Gott. Was ist sie denn für eine ekelhafte Kuh? Yo, wie läuft der Transfer? Echt top, Mark, ist top. Bloom zapft definitiv die Leitung von Noodle an. Die haben Noodle sogar Teilzugriff auf ihre Inhalte gewährt. Ich bin ja auch für Frieden und Kumbaya, aber der Shit hier trägt eindeutig Dushans Handschrift. Wenn Bloom und Noodle auf die Art kooperieren, das ist ein Riesenfund. Aber es macht mir echt Angst. Ach komm schon, so schlimm ist Noodle nicht. Was geht, Horatio? Hey, viel Spaß mit dem Dump. Aber heb mir ein Bier auf, okay, Ranch? Ich muss jetzt erstmal kodieren. Hey, danke, Mann. Ich weiß das alles wirklich zu schätzen. Klar. Aber kannst du dich jetzt mal verziehen? Du machst die Leute nervös. Was? Hey, hast du den Orangapfel probiert? Lecker, oder? Deswegen ist er nicht so oft in dem Hackerspace oder wir haben nicht so oft mit dem zu tun, weil er noch voll am Arbeiten ist hier. Oh, tut mir die Füße weh. Oh, du siehst aus wie jemand mit vielen wertvollen Informationen. Das ist nur sie. Gut. Sag mir alles, was du über Deadseek weißt. Ha. Ja, das ist nur sie. Wer schickt mir denn solchen Scheiß? Ich hoffe, ein verdammter Bus überfährt dich. Was zur Hölle?
Ich hasse die Typen. Und du brauchst da meine Meinung. Sie war Kabama, Turnweed. Weißt du, ob er abbremst? Du bist... Hörst du mir überhaupt zu? Du machst zwar ständig Geräusche, aber ich weiß nicht, ob du fröhlich bist oder wütend oder traurig. Immer nur Aha und Yo. So kommuniziert man nicht miteinander. Wie sollen wir eine gute Beziehung führen, ohne zu kommunizieren? Hat sie nicht ganz Unrecht. Wenn sie morgens aufwachen und diese Dunkelheit in sich spüren und sie sehen kein Licht und keine Zukunft, ja, genau deswegen müssen sie zu uns kommen. Denn hier, bei uns, bringen wir ihnen bei, die Liebe des Schöpfers zu finden, wie sie von ihm und allem um sich herum angenommen werden können. Sodass sie und er und alle Planeten um uns zusammenarbeiten können, um ihnen ihr inneres Licht und Glück zu bringen. Bis jetzt krieg ich keinen neuen. Die Polizei ist zunehmend besorgt wegen der Gewalttaten der Straßengang Tesca. Diese stand mit mehreren Morden in East Bay in Verbindung, die laut Experten selbst für Gangs von extremer Brutalität gekennzeichnet waren. Der Polizeichef warnte, dass City OS und das SFPD das organisierte Verbrechen mit allen legalen Mitteln gnadenlos bekämpfen werden. Retro, Primate hat irgendwas vor. Einer ihrer Gorillas läuft gerade Amok. Lenny behauptet online, er gehört zu uns. Sie kann uns nicht einfach mit Dreck bewerfen. Versucht den Amoklauf zu stoppen. Verdien uns ein paar Pluspunkte. Echt? Du bist eine scheiß Lügnerin. Oh. Oh. Prügeln sich gerade Weiber. Die haben sich gerade geprügelt. Was ist denn jetzt los? Der Verdächtige ist hier! Manchmal ist das nicht. Hey! Was will der von mir? Ich wollte dem gar nichts tun. Ich wollte dem überhaupt nichts tun. Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Na gut, komm, wir spielen mit. Wow! Scheiße! Was hat der denn da für eine Waffe? Scheiße! Oh Gott! Ja. Oh shit, dein Ernst, Alter? Hallo? Sitara? Josh? Bitte sag, dass das nicht das ist, was ich denke. Marcus, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Ich werde getrollt. Mhm. Wurde unser App-Server gehackt? Vielleicht solltest du herkommen, wenn du kannst. Dann machen wir mal per Schnellreise. Geht schneller. Das ist das Hackerspace? Hä? So, aber habe ich mich irgendwie gedreht oder so? Nee, das ist auch eins. Hä? Ah, krass. Ja,
Das war auch die Katze die ganze Zeit. Also, voll die Knarre da. Mein Gott, was war das gerade? Beim ersten Mal wollte ich den überhaupt nicht verfolgen. Ah, der will's aber wissen, der Typ hier, wa? Könnte das Haddock sein? Was sonst? Scheiß Lenny. Bürger der Welt, darf ich um eure erbärmliche Aufmerksamkeit bitten? That's it. Ist ein Haufen Loser, die eure Newsfeeds spammen. Sie täuschen vor, die Retter eures freien Willens zu sein. Aber eigentlich sind sie nur ein paar Script-Kiddies, die einfach alles tun würden, um berühmt zu sein. Das hört jetzt auf. Ich erteile jetzt DedSec eine Lektion. Und DedSec, wenn ihr denkt, ich werde und kann euer System nicht zerstören. Tja, dann bitte erlaubt mir, dass ich mich jetzt vorstelle. Oh Gott. Sag, dass das nur Kiki ist. Es ist nur Kiki. Wir stecken die Katzen ins Tierheim. Josh versucht, den Codeschlüssel zu knacken. Oh, sei still, verdammt! Ah. Okay, also, heißt das Krieg für uns? Wir lassen uns doch von diesen Trollen nicht in die Scheiße ziehen. DedSec wird nicht klein beigeben. Und dann? Aber was bringt uns ein Krieg mit denen? Das knackt die Scheißsperre nicht. Es ändert rein gar nichts. Sie sind drin! Ach, scheiß drauf! Hey, hört mal her! Primate darf uns nicht aus der Bahn werfen. Wir müssen das clever angehen. Okay. Primate verkauft Zero-Day-Exploits an jeden, der Geld hat. Verdammte Regierungen, Bloom, Noodle, selbst beschissene Terroristen. The Sons of Ragnarok. Was? Mann, ja, die Sons of Ragnarok. Die verkaufen sich doch an die Sons of Ragnarok, oder? Finden wir also so viel wie möglich über ihre Leute und ihre Operationen raus. Wir werden nicht klein beigeben, für niemanden. Hey, Josh, Mann, was ist denn los? Jetzt ist Krieg. Weg. Ich setze die Nachricht in die Backchannels. Diese Typen haben mit Sicherheit Feinde, die Infos für uns haben. Okay, verpassen wir ihnen ein Fisting. Ach, das Wort liebt er jetzt, ne? Seitdem er weiß, was es bedeutet. Arbeitet weiter an Kiki. Ich werde mich mal mit Lenny unterhalten. Weißt du, wo sie ist? Sie hängt gerne in diesem Club im Castro ab. Ich weiß, wo das ist. Holmes Datenbanken sind voll mit allen möglichen nützlichen Infos. Ich habe hier eine Liste von Leuten, die DedSec beitreten würden, wenn man es ihnen anbietet. Geht leider nicht. Es gibt eine Grenze. Wenn wir zeigen, dass DedSec für Datenschutz steht, können wir diese Daten nicht für uns selbst nutzen. Aber wir nutzen gestohlene Daten. Sogar der Profiler. Stimmt. Und wir nehmen auch notwendige Übel in Kauf. Aber nicht in aller Öffentlichkeit. Ob das moralisch ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Diese Daten gibt es schon. Sie nicht zu nutzen, wäre unmoralisch. Lösch die Tabellen, Josh. Was geht? Was passiert, wenn wir hier fertig sind? Was macht der große Ray Kenny weiter? Ich denke mal, Frua und ich ziehen weiter nach... Oh, Scheiße! Was? Oh, ich habe Frua in der Wüste gelassen. Was ist ein Frua? An der Frage arbeiten Wissenschaftler schon ewig, ohne eindeutige Ergebnisse. Aber mach dir um mich keine Sorgen. Wenn du mich mal bei was brauchst, ich bin dabei. Hast du ein Bad-Signal oder sowas? Nein, aber das kommt auf die Liste.
Marcus, hast du eine Sekunde? Klar, was brauchst du? Mit dem Algorithmus, den wir von Noodle gerippt haben, stimmt irgendwas nicht. Alle Daten, die er ausspuckt, sind falsch. Soll ich vorbeikommen und nachsehen? Ja, wenn's geht. So gut wie erledigt. Ich bin gerade da, deswegen. Ich checke Blooms Verbrechensprognose-Algorithmus. Wollte mal nachschauen nach dem WKZ-Debakel. Die Grafik hier zeigt die Einstufung von Gebieten als unbedenklich, hohes Risiko oder Schießbefehl erteilt. Also diese Gebiete oben in Oakland. Hohes Risiko. Dieses Gangrevier ergibt Sinn. Oh, aber die hier? Das, mein Freund, ist CTOS komplett ohne Make-up. Ach du Scheiße. Das gilt für Schulen, Kliniken, Läden, überall Schießbefehl? Das sind Sozialwohnungen. Ich meine, das sind die Leute, für die San Francisco viel zu teuer ist. Wo zum Teufel sollen sie denn sonst hin? Halt an dieser Wut fest, Marcus. Wir werden sie brauchen, wenn ihr euch Blumen kauft. Ja, das kriege ich hin. Du hast recht. Das ist systematisches Unrecht im höchsten Grad. Du hast's entdeckt, Josh. Also, Ray hat mir bei der Firewall geholfen. Ohne ihn hätte ich... Das hast du allein geschafft. Gute Arbeit. Hey. Ein systematischer Fehler, ich weiß. Das kotzt uns alle an. Etwas von meinem scheiß Code läuft in diesem Monstermann. Wenn CTUS die Cops mit einer Schießerei rechnen lässt, werden die bestimmt auch nicht lange fackeln. Im Klartext, fang keine Kugel. Jetzt weiß ich's. Danke, Mom und Dad. Oh Gott, fang keine Kugel hört sich nicht gut an. Marcus, ich brauche deine Hilfe. Klar, Mann, worum geht's? Ich habe mir auf dem Swelter-Skelter einen Ausschlag geholt. Ich hab's genudelt und Dr. Noodle sagt mir natürlich, dass es Gebärmutterkrebs oder was ähnlich krasses ist. Da wollte ich mir lieber eine zweite Meinung einholen. Da sollte dir vielleicht jemand anderes aus der Gruppe helfen. Komm schon. Josh würde es allen weitererzählen. Und Sitara würde da unten nie im Leben hinschauen. Nope, das ist eine Nope-Situation. Toller Freund bist du. Ich kann ihn etwas verstehen. Hey, ich bräuchte Infos. Kann ich vorbeikommen? Klar, aber da müsstest du schon zu mir kommen. Hab einen Termin, den ich einhalten möchte. In dem alten Viertel? Ha, genau da. Alles klar, bin bald da. Ich wollte dir nur für das danken, was du beim Swelter Skelter für uns getan hast. Wären wir dort geblieben, angepisst, deprimiert, verloren, wäre die Gruppe jetzt Geschichte. Du bist der Neue und hast für uns alle einen kühlen Kopf bewahrt. Ey, wir sind doch ein Team, oder? Dank dir. Okay, verstanden, hör auf. Wirst nicht gern gelobt, was? Du bist ein echt toller Mann. Du glorreicher Held, du. Aufhören! Was läuft da zwischen den beiden? Hacker, die für das FBI Terroristen jagen? Das plant die Behörde offensichtlich. Wegen zunehmender Cyberangriffe und der Integration von CTOS in die Stadtinfrastruktur ergreift das FBI Maßnahmen zum Schutz dieser Technologie. Ein Kongressbericht enthüllt, dass das FBI erweiterte Rechte fordert, um an bestimmte Techniken von Hackergruppen zu gelangen. Das FBI will Hacker und Hackergruppen identifizieren und kennzeichnen, selbst wenn diesen keine Straftaten nachzuweisen sind. Befürworter der Informationsfreiheit halten diese beispiellosen Forderungen für eine Bedrohung der Bürgerrechte. Gut. Dann wollen wir mal, aber ich muss jetzt auch erstmal Schluss machen. Und sage ich schon mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.